Danke, Captain Avery. Wie in alten Zeiten, hä? Elena? Elena? Hey! Hey! Elena, komm schon! Elena! Sieht nicht stabil aus. Ja. So, meine lieben Damen und Herren, herzlich willkommen hier bei Uncharted 4. Seit langem mal wieder ein Uncharted-Part. Das dauerte so lange, weil ich an einem Kurzfilm arbeitete, The Inhumans. Bitte geht auf mein Profil und schaut euch das bitte an. Und ja, jetzt sind wir hier bei Uncharted 4. Also, Kapitel 19, Averys Abstieg. Hier können wir nicht durch, schade. Und jetzt habe ich hier auch noch HDR aktiviert, also High Dynamic Range, wenn ich mich nicht täusche. Da, frische Fußspuren. Sie müssen hier lang sein. Ganz schön viele Spuren. Okay. Mist. Okay, ich spiele hier mit der Tastatur und Maus. Wie mache ich das jetzt? Okay, ich muss mal kurz auf Controller wechseln. Moment kurz. So. Hat er das jetzt von selber gemacht? What the fuck? Okay, Leute. Scheiße. Gut. Fuck. Fickeli fick. Ich spiele hier mit der Maus und Tastatur und da kannst du hier keine, da hast du hier keine Sensoren zum Bewegen. Okay. Sieht hier ziemlich friedlich aus. Seltene Dienstleute. Die verwenden Dynamit, wo sie nur können. Ziemlich dämlich, das hier drin zu verwenden. Tja, die sind ziemlich dämlich. Nee. Hast du Ersatzbatterien? Ja, aber sie liegen auf dem Meeresgrund. Ich frag nicht. Besser so. Digga, nee, ich hab hier... Oh Mann, ich hab hier kein... Ich hab keine Ahnung, wie das mit dem Teil hier geht. Müssen wir kurz warten? Na los! Wow, warte. Eine Art Todesfalle? Ja. Aber Sam und die anderen haben es geschafft. Machen wir es ihnen nach. Okay, die Fußspuren folgen. Alter, das sieht mal sehr gut aus. Wäre gar nicht so schlimm, wenn es nicht so knarren würde. Geh einfach nicht, wo keine Fußstapfen sind. Was? Ich bin nur gerade beschäftigt, nicht in die Luft zu gehen und entspannen. Puh. Ja, ich hab mich nur ein bisschen... Also ich hab... Elena, schau. Ich bin krank, ein bisschen. Vermutlich ist der Gang hinter ihnen eingestürzt. Ja, vermutlich. Mal schauen, ob wir hier noch einen zweiten Weg haben. Sieht gar nicht gut aus. Ich hoffe, wir finden hier noch einen Ausweg. Ich habe keine Lust, hier drin zu übernachten, Elena. Hoffe, du bist der gleichen Meinung. Wartet mal, hier oben haben wir was. Schau mal hier. Aha. Elena, Räuberleiter. Hast du Lust auf einen Räuberleiter hier? Oder nicht? Schade. Aber hier nach oben, das ist jetzt der logischste Weg für mich. Oder, okay, doch hier. Ja.
kommen wir nicht durch. Aha, okay. Dann doch hier durch. Oh nein, nur ein bisschen länger. Mist. Oh Mann. Ich kann hier nichts machen. Die Idee. Ja, dann benutzt die. Komm schon. Komm schon, komm schon. Klar ist das Ding leer. Auf dem Scheißboot hat er wie ein Schlot gequalmt. Ganz ruhig. Ich hab noch Streichhölzer. Wirklich? Na klar. Ja, hilft das? Na bitte. Okay, Elena. Au, sorry. Moment. Hallo? Hier drüben. Was hier drüben? Ich sehe keinen Kopf. Autsch. Hallo. Bin gestolpert. Hier drüben. Ah, sehr gut. Ich will auch eine Fackel. Krieg ich auch eine, Elena? Danke, danke du dir. Du warst gut vorbereitet. Irgendwer muss das sein. Komm, suchen wir einen Weg. Also, hier. Beleuchtung, was? Sieht vielversprechend aus. Räuberleiter? Ja. Na komm. Na komm, mein Schatz. Hoch mit dir. Okay, los geht's. Und sehr gut. Jetzt musst du mich okay. noch hochziehen. Und jetzt du. Sehr gut, Elena. Du bist She-Hulk, Mann. Okay. Ganz klar. Danke. Nicht mal ich schaffe, eine Person Vorsicht, hochzusehen. Komm. Ja. Lalalala. Was haben wir hier? Geht's nicht lang. Ja. Haben wir nirgends Treasures? Treasure? I want some treasure! Hier geht's eine Stufe runter. Achtung! Wow. Was zum Henker ist das? Das ist unheimlich. Unheimlich, unheimlich, unheimlich. Die Hände, die mich bestahlen. Wow, an diesem Punkt war Avery schon völlig durchgedreht. Mir gefällt's hier nicht. Mir auch nicht. Raus hier. Aber uno momento, ich will ja mal kurz schauen, was wir hier so alles haben. Die Leute hier sprengen das Zeug hier noch weg, Mann. Hier hatten wir auch einen Weg. Also für ein nicht mein Schatz? Mann! Schade. So. Avery hatte noch Galgen über. Übrig. Was? Man sagt übrig. Sicher? Ja. Tja, niemand mag Klugscheißer. Also, wohin führt jetzt der Weg, Mann? Wohin führt uns der Weg? Ist das etwa... Oh, Scheiße. Motherfucker! Bist du okay? Ich hatte jetzt gerade für den Moment so einen Star-Moment. Eine Falle. Avery wollte wirklich nicht, dass jemand hier runterkommt. Okay, pass auf dich auf. Wow. Du bist doch darauf getreten. Gut. Pass auf mich auf. Verdammt. Verdammt. Bist du okay? So weit, so gut. Bleibe lieber ein Stückchen zurück. Okay, und zündet! Zündet! Wieso explodieren die Teile nicht? Oh. Alter, Elena, geht's dir gut? Okay? Ja,
Elena? Naja, jetzt wissen wir wenigstens, was vorhin explodiert ist. Ja, kein Wunder, dass der Gang überall eingestürzt ist. Hier runter? Wenn ich hier runter gehe, dann kann ich hier nicht mehr zurück. Also bleibt uns dieser Weg zum Erforschen. Vielleicht haben wir einen Schatz. Aber wieder eine Sackgasse, verdammte Kacke, Mann. Ja, ja, ja. Ist das wirklich kürzer? Ich möchte nur optimistisch sein. Oh, okay. Hier nach oben. Dann wird man dich loben. Anzünden! The Hordes that. Mehr menschliche Mobiles. The Hordes that hardened against me. Shit. Noch mehr Selbstmordmumien. Verdammt! Motherfucker, die explodieren aber heftig hier, Mann. Scheiße. Kommen wir nicht mehr lang. Kein Problem. Gibt noch einen zweiten Weg. Viele Wege führen nach Rom, oder? Also. Hier geht's eine Stufe tiefer, Elena. Wasser, kann das sein? Ja. Ein bisschen Wasser haben wir hier. Ja, kein Schatz. Toll. Nicht explodieren, okay? Pass einfach auf. Alter Schwede! Motherfucker, dass ich das überlebt hab! Elena? Ja, okay. Hab ich hier mir. Alter, dass ich das überlebt hab. Wow. Oh shit! Oh shit, oh shit. Lunge sein. Nate, bist du okay? Gut, ich. Gut. Hätte Ohrstöpsel mitbringen sollen. Schreie ich? Ja, vielleicht. Nate, Vorsicht. Ja. Und Avery mimt den Ägypter. Nur war diese Mumifizierung nicht. Naja, freiwillig. Okay, interessante Sache. Was passiert jetzt, wenn ich den abschieß? Headshot! Nix. Okay, schade. So, hier haben wir viele Wege. Aber welcher Weg ist... Dann kann ich wahrscheinlich abschießen, oder? Okay, geht nicht. Wartet mal kurz, bevor ich dort weitergehe. Okay, das macht mir Angst. Hier haben wir gar nichts, oder? Von hier sind wir gekommen. Okay, wir haben diese zwei Wege. Ine, mine, bu. Und raus bist du. Raus bist du und bist der Gewinner. Also. Okay. Ich hätte den anderen Weg nehmen sollen. Wahrscheinlich hätten wir dort ein paar Schätze gefunden. Gut, wir haben die Spur wieder. Die Fußspuren führen da lang. Mach dich auf Ärger gefasst. Oh, bin ich immer. Hey, soll das eine Anspielung sein? Nein, komm bitte runter. Komm du doch runter. Wie zwei kleine Kinder. Also, Schluss mit Kindergarten hier. Es wird ernst. Nadines Leute könnten hier irgendwo sein. Aber wo? Aber wo? Die haben wohl nicht richtig aufgepasst. Ist keine Spur von Sam. Selbst ist schuld. Hier geht's eine Stufe tiefer. Oh. Elena, runter! Digga, was ist denn das für ein Grafikfehler jetzt eben? Okay, hier unten alles zum Einsturz bringen. Oh.
Digga. No, da! Hab ich hier keine Granaten? Doch, hab ich. Alter, das war ein Fehler. Okay, sorry, Jungs. Ich war ein bisschen überwältigt von dem Bug vorhin. Na, jetzt machen wir die fertig. Komm, Noah. Digga, du regst mich hier ab, Digga. Alter, okay. Ich hab keine Ahnung, was hier jetzt los ist. Motherfucker. Ihr habt das Gefühl, ich kann mich hier einfach abwarten, oder wie, oder was? So, motherfucker. Recht an der Wand. Wow. Alter. Diese verdammten Mumienbomben, Mann! Oh, ich dachte, hier wäre noch einer. Headshot! Dich mache ich jetzt fertig, Kollege. Da, nicht mit mir. Okay. Sehr gut. Hold in. Ah, wir haben den Granate geholt. Okay, sehr gut. Wow, hier geht's eine Stufe, zwei Stufen tiefer. Elena, aufpassen. Wow! Digga! Dann werden mir Averys explodierende Mumien doch fast sympathisch. Holen wir uns die Fackeln. So, jetzt haben wir diese Fackeln. Die Münder, die mich verleumdeten. Seinen Weihnachtsbaum möchte ich lieber nicht sehen. Nee. Wir sind wohl auf einem anderen Weg als Sie. Okay, dann holen wir Sie mal ein. Okay, wir hatten hier drei Wege, aber ich habe hier mal einen ausgesucht. Ah, hallo. Ja. Hey. Das geht also einmal rund? Sieht so aus. Und einmal nach oben. Aber wieder eine Sackgasse. Oh Mann, das war einer von Averys Leuten. Tote reden nicht mehr. Tote reden nicht mehr, okay. Aber die Toten können mir den Weg weisen, oder? Hier hat es einen Kampf gegeben. Ja, Two's Männer gegen Averys. Hier ist es verdächtig ruhig. Verzeihung. Danke dir. Schlüssel. Was ist mit dem Zettel? Oh, klar.
Leutnant Barton. Stammt von Two und seine Leute. Avery bereitet in diesem Moment seine Flucht vor. Wenn wir zulassen, dass er diese Ufer verlässt, wird er sicherlich verschwinden, gemeinsam mit unserem Schatz. Dieser Generalschlüssel öffnet die Tür in den Tiefen seiner Tunnel, aber seid achtsam, Leutnant. Wir zweifelsohne erwarten, dass wir ihn verfolgen. Während ihr und eure Männer die Tunnel durchkämmen, werde ich ein kleines Kommando durch das Tal führen, um ihm den Fluchtweg abzuschneiden. Scheiße, kann ich hier nicht lesen, Mann. Falls Gott uns einen Sieg gewährt, werden wir morgen bei Sonnenaufgang wieder Piraten sein. Wir werden wieder zu unbekannten Häfen segeln mit dem Schatz in unserem Besitz, dem Wind in unserem Segeln und der Freiheit zu leben, wie es uns bleibt. Viel Glück, Kapitän Thomas Tew. Sehr schön geschrieben. Hier hinten sind Symbole drauf. Dann suchen wir mal das Schlüsselloch. Keine Selbstmumien. Oh. Okay, die sind jetzt nicht explodiert. Von hier sind wir gekommen. Wow! Aber wo soll ich denn hinweiden? Wo soll ich denn... Oh, verdammt! Bin okay! Scheiße, okay, so ging das. Darf ich durch, Elena? Danke dir, mein Schatz. Haben wir nix. Diese scheiß Mumien, Mann. Überall diese Drecksteile. Aber die explodieren nicht jetzt hier. Explodierst du jetzt? Nein? Und du da? Vertrauen war für den Kerl echt ein Fremdwort. Wow. Okay. Aufpassen, Elena. What the fuck? Was ist das? Danke. Uiuiuiuiui. Okay, keine Schätze hier. Gut, da hier geht's tief runter, Elena. Aufpassen. Sehr gut. Nicht ganz so schaurig wie die ganzen hängenden Knochen. Aber immer noch schaurig. Ja, vielleicht. 3 von 10 Punkten. Ich sage 4. Echt 4? Ich sage 10. Und jetzt sage ich hier 11. Okay. Noch hier. Eine Todesfalle. Ja, und keine Fußspuren hier. Oh Gott, nein. Ich sag euch. Hast du nicht gesagt, auf dem Brief sind Symbole? Oh ja! Oh ja! Die Symbole entsprechen denen auf den Posten. Tu hat seinen Leuten erklärt, wie sie die Fallen umgehen. Hakenkreuz. Sorry, Leute, ich meine Kreuz. 3 Totenköpfe. Kreuz, 3 Totenköpfe. Nate! Wow. Ah, die Totenköpfe bedeuten... Aha, jetzt verstehe ich das Ganze. Das ist ein Schiff. Das heißt, ich kann hier durch. Okay. Was the fuck, Alter? Ganz einfach, okay. Hier haben wir ein Piratenzeichen. Das heißt, hier kann ich durch. Genau. Nehmen wir, haben wir... die Kreuze, das heißt, ich kann hier
ein Schiff umgekehrt, das heißt, kann ich hier nicht geradeaus. Wartet mal kurz, ich muss wieder hier zurück. Totenkopf. Das heißt, hier kann ich... Hey, das war ein guter Anfang. Folge mir einfach, okay? Sei bloß vorsichtig. Kann ich hier noch durch? Vorsichtig. So. Sagt der Kerl, der jede Mumienbombe hier unten ausgelöst hat. Ja, weißt so. Du, ich habe nicht viel Erfahrung mit Mumienbomben. Danke. So, genau. Dann haben wir wieder Kreuze. Die Kreuze sagen mir, dass ich diesen hier benutzen darf. Aber dieser hier bringt mir herzlich wenig. Und ich kann hier nicht mehr weiter. Das heißt, wieder zurück. Schiff, untere Seite ist offen. So weit, so gut. Okay. Ja, Klopf auf Holz. Besser nicht. Wer weiß, was passiert. Das heißt, hier ja, kann stimmt. ich... Dann wieder ein Totenkopf. Totenkopf unten rechts. Totenkopf, wenn ich Sonnenschirm wieder unten rechts, dann wäre ein Schritt weiter und ich bin tot. Genau. Dann haben wir wieder Kreuze. Das heißt, kann ich hier nicht durch. Aber ich kann hier durch. Ja, geschafft. Leck mich, Avery. So, haben wir das geschafft. Da kommen wir raus. Ist das der Rest von Tus Leuten? Ja, sieht so aus. Wow. Avery hat ja an seinen Feinden gerne ein Exempel statuiert. Und er bastelte gerne explodierende Mumien. Ja. Oh ja. Lass uns hier vorsichtig sein. Oh ja. Das ist wahrscheinlich der Schlüssel. Ja, hier kommt der Schlüssel rein, oder? Schlüssel? Schlüssel. Warte, wenn es eine Falle ist? Ja, aber ich fürchte, wir haben keine andere Wahl. Oh Mann. Aber ich habe ein ganz gutes Gefühl. Ja? Dann los. Oh, 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 oh. Wenigstens wurden wir nicht in Stücke gesprengt. Oh, Mist. Du hast nicht zufällig ein Messer dabei, oder? Nein. Oh, aber der da hat ein Schwert. Los, hilf mir, Schwung zu holen. Ja, ich gebe dir den Schwung. Okay. Go, go, go. Die Teile explodieren. Die Teile explodieren hier. Die Mumien sind depressiv, Leute. Und die werden immer depressiver und zerstören sich selber. Verdammt! Nate? Nein! Oh Gott! Mach, 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 mach! Oh shit! Jetzt hab ich ein Mikro geschlagen. Los! Schnell, schnell! Oh Gott. Oh Gott. Renn. Verdammte Kacke. Wie hast du das jetzt überlebt, Mann? Oh shit, Alter. What the fuck? Mach, 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 mach. Meine Güte, Mann. Vor deinem Gesicht explodiert alles, Digga. Wow. Komm, steh auf. Wow. Danke, Captain Avery. Wie in alten Zeiten, hä? Huh? Elena?
Die ist ohnmächtig, oder? Elena? Hey! Hey! Elena, komm schon! Elena! Mein Held. Nein, das glaube ich nicht. Nein, das ist nicht witzig. Oh. Du hast doch schon viel Schlimmeres angestellt. Mann, ich habe fast einen Herzinfarkt bekommen. Ich dachte schon, die ist tot, Mann. Dir ist klar, dass wir jetzt für alles quitt sind, was ich je angestellt habe, ja? Ja, für alles. Nein, nicht mal ansatzweise. Mann, du hast überall Dreck. Weißt du, dass du eine komische Vorstellung von Romantik hast? Ja, das habe ich schon mal irgendwo gehört. Alles gut? Alles gut. Das muss Sam sein. Okay, jetzt haben wir Sam wahrscheinlich. Kapitel 19 ist hier beendet. Leute, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich muss hier unbedingt wieder weiterzocken. Teilt das Video, kommentiert das Video, liked das Video und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.